Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Cute Clay. Mein Name ist Anna und heute machen wir gemeinsam ein Mini-Mira-Schweinchen. Einfach eine Figur von dem Polster. Ja, es soll mein wirkliches Meerschweinchen darstellen. Sein Name ist Oreo und er ist zuckersüß. Zunächst nehme ich ein bisschen Weiß und forme es zu einem Kegel. Naja, eigentlich hat es mir die Form von so einem Ohrstöpsel. Gut, ihr seht, wie es aussehen soll. Für diesen Part hier verwendet ihr am besten einen Zahnstocher oder ein Bambus-Schneidemesser. Einfach vorne eine kleine Rille setzen und dann habe ich, das Ganze noch ein wenig glatt gestrichen am Rand, damit so eine Art Verlauf zum Körper hinten entsteht und es nicht ganz so globig aussieht. Ich glaube, ihr seht, was ich meine. Und ja, genau, dann wollte ich noch Ohren machen und habe vergessen, dass ich mir noch ein bisschen Fimo rauslege, beziehungsweise Zenit in diesem Fall. Damit habe ich zwei kleine runde Kreise ausgestochen und mit einem Blattausstecher habe ich vorne noch einen Teil weggeschnitten. Denn Ohren von Meerschweinchen sind ja immer so ein bisschen wellig und das wollte ich nachstellen. In diesem kleinen Format habe ich das jetzt so gemacht und das Ganze noch ein bisschen dünn gedrückt, denn Meerschweinchenohren sind eigentlich sehr, sehr dünn. Und oben ein bisschen abgeflacht, so, damit ihr euch das ungefähr vorstellen könnt. Und das Ganze habe ich natürlich auch mit dem zweiten Ohr dann nochmal gemacht. Ich hoffe, ihr seht, was ich meine. Oben einfach ein bisschen rund machen. Und hier verwende ich noch ein Essstäbchen für die Rille. Das geht natürlich auch, du brauchst keinen Blattausstecher. Ich wollte euch hier einfach eine andere Variante zeigen. Und ja, den unteren Teil habe ich dann nochmal weggeschnitten. Und dann die Ohren platziert. Du kannst dir hier auch Fimo Liquid zu Hilfe holen, damit es besser hält. Bei mir in diesem Fall funktioniert es ohne allem eigentlich sehr gut. Hier sieht man es nochmal gut, ich drücke unten zusammen und so entsteht quasi dieses Ohrloch. Jetzt das Ganze einfach gut verstreichen. Und ich setze hier noch kleine Löcher für die Augen. Und zwar möchte ich für die Augen Perlen verwenden, schwarze Perlen. Die sind nicht alle gleich, aber das macht nichts. Macht überhaupt nichts. Ich drücke sie einfach so weit rein, dass das passend ist. Und ja, ich wollte mal etwas anderes zeigen. Bevor ich meine schwarzen Perlen einsetze, gebe ich noch etwas Fimo Liquid rein. Und ja, ihr seht das, ich drücke die Augen eigentlich nur hinein, schaue, dass das Loch nicht unbedingt auf der Vorderseite ist, denn das sieht ein bisschen gruselig aus. Genau. Und mit dem Dotting-Tool kannst du das Ganze noch ein bisschen fester hineindrücken. Ich finde, man erkennt jetzt schon sehr gut die Meerschweinchenform. Optional kannst du noch diesen Schritt hinzufügen. Ich habe mir gedacht, damit es ein bisschen Charakter bekommt, könnte man noch so eine Art Augenbraue machen. Ich habe hier einfach mit einem Kreisausstecher einen kleinen Kreis ausgestochen, diesen in der Mitte auseinandergeschnitten und beide zu Würstel gerollt und über das Auge gesetzt. Hier noch ein bisschen verstrichen. Das mache ich hier mit einem kleinen Dotting-Tool. Wenn man es oft genug macht, wird es sehr, sehr einfach. Man muss es einfach ein bisschen üben. Und mit dem Ausstecher mache ich gerade das Auge wieder ein wenig frei, damit man das gut sieht. Und ja, genau, das soll dem Ganzen einfach ein bisschen Charakter geben. Es wird dann nicht mein Meerschweinchen, sondern nur die Form von einem Meerschweinchen und quasi die Lackierung dann von Oreo. Ich habe dann die Ohren noch ein bisschen spitz gemacht und ein wenig eingerollt, nach vorne eingerollt. So wirkt es für mich mehr wie ein Meerschweinchen, da sie meistens die Ohren nach vorne hängen haben. Oder seitlich, gibt es auch. Das kannst du nach deinem Geschmack oder nach deinem Meerschweinchen machen, wenn du dein Meerschweinchen nachmachen möchtest. Ja, und wenn du es dann so geformt hast, dass es für dich passt, kommt es dann bei 110 Grad für 30 Minuten in den Ofen. Ich habe in der Schule zwar mal nähen gelernt, aber naja, ist auch schon eine Weile her. Ich habe versucht, für meinen kleinen Mini-Oreo oder mein kleines Mini-Meerschweinchen
einen Mini-Polster zu machen und den wollte ich sehr kreativ und witzig gestalten. Habe mir dazu zwei kleine Stoffreste genommen, diese zusammengenäht, umgedreht und danach mit Polsterwatte gefüllt. Und naja, sagen wir es einfach so, ich habe ihn ein wenig dekoriert. Ihr seht es gleich. Ich hoffe, es gefällt euch. Mir gefällt es. Es hat so ein bisschen, naja, Mexiko-Look. Ja, und zwar habe ich Pompons daran genäht. Ja, mir gefällt es. Euch muss es nicht gefallen. Ihr könnt es auch ohne Pompons machen. Aber ich finde es einfach so witzig und ich habe es noch nie irgendwie gesehen. Und daher, naja, kam das so. Und hier bemale ich meinen kleinen Oreo schon. Für seine Augen verwende ich einen Glanzlackmarker und einen Permanentmarker. Ist vermutlich dasselbe, aber so steht es oben. Den Permanentmarker verwende ich dann im Anschluss in Braun. Das seht ihr jetzt dann gleich. So, das ist der Permanentmarker. Die sind schon wirklich praktisch, solche Stifte. Ja, und was sagt jetzt eigentlich mein strengster Kritiker? Er meinte, das mit dem Basteln soll ich lieber bleiben lassen. Gut, ich zeige sie jetzt mal ohne Oreo. Das ist also mein kleines Mini-Meerschweinchen. Ich wollte es so einfach wie möglich halten, denn es soll ja auch ein Anfänger nachbasteln können. Wie gesagt, einfach die Augenbrauen weglassen, dann ist das Ganze schon viel, viel einfacher. Wer sich das schon zutraut, kann das natürlich machen. Und ja. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen und hoffentlich sehen wir uns bald wieder. Bis zum nächsten Video. Tschüss!